Viele Augen sind heute auf diese Amtspersonen gerichtet. Amtsgericht Bielefeld, ein Versteigerungstermin der besonderen Art. Amtsgericht, Finanzamt, Stadtkasse. Doch gefilmt werden will keiner. Geheime Kommandosache. Was ist da los? Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Wir möchten bitte nicht gefilmt werden und wir möchten auch bitte nicht fotografiert werden. Das darf nicht veröffentlicht werden. Ah ja, Sie sind die Gläubiger. Keine Aussage. Also das ist ja ein öffentlicher Prozess, das wissen Sie. Ja. Ja, eine öffentliche Verhandlung. Das wissen wir auch. Und Sie sind von der Stadt oder sind Sie vom Finanzamt? Keine Aufnahmen. Ja. Nervosität auch beim Rechtspfleger. Der Presseausweis wird gefordert, obwohl schon mehrfach vorgezeigt. Machtgabe. Das gehört zu einem öffentlichen Prozess dazu. Weshalb die Scheu vor der friedliebenden Öffentlichkeit, die nur Gerechtigkeit verlangt? Auch diese nette Dame will unerkannt bleiben. Ich mache meine Persönlichkeitsrechte geltend. Ja. Das macht das Amt immer. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Sie sind ja nur vom Finanzamt. Entschuldigung. Nochmals, die Amtspersonen wollen doch bei dieser Versteigerung nur dem Gemeinwohl dienlich sein. Oder steckt was anderes dahinter? Die Damen von der Stadt behaupten, der Verfassungsschutz habe vorgewarnt. Aber die Amtspersonen verhalten sich doch verfassungsgemäß. Warum diese Aufregung? Warum das Versteckspiel? Ist das jetzt so eine Geschichte vom Verfassungsschutz, oder? Nachfragen unerwünscht. Die arrogante Behördensturheit wird eingeschaltet. Das nennt sich dann Verfassungsschutz vor dem Volk. Alles wird kontrolliert. Es bilden sich Schlangen vor dem Provinzgericht Bielefeld für einen Versteigerungstermin, der, wie wir später hören, eben nicht verfassungsgerecht abläuft. Hauptnutznießer ist diese beleibte Dame vom Finanzamt Bielefeld. Hunderttausende Steuern mit Zuschlägen will sie haben. Raubritter unterwegs. Das Amtsgericht macht fleißig mit, ungeprüft. Das Finanzamt kann Steuerschulden einfach behaupten im eigenen Machtwahn. Jetzt soll Haus und Grund genommen werden für eine ominöse Schätzung und Zuschläge. Die Wertermittlung erfolgt dann auch ohne Innenbesichtigung. Abzocken, was das Zeug hergibt, zu Lasten der Normalsterblichen. Und das ist ein Teil der angeblichen Steuersünderfamilie in Pressebegleitung zum Finanzamt Bielefeld. Lars Leckebusch und Tascha Willen wollen immer wissen, auf welcher Berechnungsgrundlage eine ominöse Steuerrechnung besteht. Antwort keine. Stattdessen immer weitere Forderungen, sogar eine Hausdurchsuchung mit Spezialeinsatzkommando. Das Finanzamt wird zur Finanzpolizei nach übler Gestapoart. Bei Protesten wird man dann schnell in die politische rechte Ecke gehauen. Der Staat wird zum Täter und tritt die Verfassung mit Füßen, laut Sagen, unerwünscht. Erst beschlagnahmt man wichtige Unterlagen. Dem Finanzamt ist das egal. Selbst am Tag der Zwangsversteigerung verweigert man die Herausgabe. Stattdessen Schätzungen, Zuschläge. Ein Wahnsinn an Willkür. Deshalb sind viele Behörden zum Hochsicherheitstrakt mutiert, warten auf Einlass bei den Raubrittern der Neuzeit. Im sechsten Stock eine geschlossene Abteilung. Die geheime Parallelgesellschaft ist allerdings nicht zu sprechen. Die Raubritter wollen unerkannt bleiben. Ohne die beschlagnahmten Unterlagen ist eine Steuerberechnung aber gar nicht möglich. Die Amtstäter filmen natürlich kräftig mit. Rechte am Bild spielen keine Rolle, wenn der Steuersklave zum Stasi-Objekt des sogenannten Rechtsstaates wird. Wegen ominöser Steuerschätzungen mit Willkürcharakter und brachialem Verfolgungswahn auch der Abteilungsleiter fürchtet die Kamera wie der Teufel das Weihwasser. Mach das Ding bitte aus. Ja, warum? Ja, weil ich das nicht erlaubt habe, deshalb. Dabei muss dieser Eintreiber doch wissen, dass wegen ominöser Steuerschätzungen dieses Firmengrundstück gefändet worden ist, wert fast 130.000. Auch dieses Firmengebäude steht unter Zwangsverwaltung des Nehmerstaates. Grund angenommene Mieteinnahmen wegfänden. Dabei muss das Versteigerungsobjekt ist auch schon in fester Hand der Moneteneintreiber durch Grundbuchabsicherung. Ein hochbegehrtes Objekt in Waldrandlage. Paul Gerhard Leckebusch gehört
zu den angeblichen Nichtzahler-Clan, ist deshalb verblüfft über die Dreistigkeit des Finanzamtes und Stadtkasse, den alten Familienbesitz bei so viel Sicherheitsfändungen einfach billig zu versteigern. Pro forma. Pro forma, observiert oder wie auch immer man das nennt. Ja, okay. Aber ob der den Zuschlag kriegt, das steht ja noch in weiter Ferne. Ne? Wir gehen da mal von aus, dass aufgrund unserer Eingabe... Und diese Eingabe hat es in sich. Rebell Leckebusch legt einen Bankbeleg vor. Das Finanzamt hat schon 300.000 angeblicher Steuerschuld von einem Konto weggefändet. Warum also die Zwangsversteigerung beim Amtsgericht? Wie kann es eigentlich so weit kommen? Ich denke mal, das ist eine Sache, wenn man das Recht nicht einhält und entsprechend fortführt. In der Tat. Man weiß nicht, wo man dran ist. Ein Bescheid aus 2010. Keine Steuern, trotzdem Säumniszuschläge von 3.000 Euro. Wird bei der Finanzverwaltung nicht gründlich ausgebildet. 2011 auch nur Säumniszuschläge von 2.000. Steuern keine. Willkür oder was? Überforderung bei der Computerausbildung, wer weiß. Zum Säumniszuschlag recherchieren wir dann vor Ort ganz schnell. Auf Wikipedia wird zum Säumniszuschlag festgehalten, der Säumniszuschlag verfolgt das Ziel, dem Bürger zur zeitnahen Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen anzuhalten. Frage hier, wenn es keine Zahlungsverpflichtung gibt, warum will das Finanzamt dann einen Säumniszuschlag? Verfolgung mit politischer Taktik? Bei Gesprächsbedarf den Steuersklaven abwimmeln, der Staat mutiert zum Täter. Selbst wenn Steuern fällig werden, hier 7.000 exorbitante Zuschläge von 11.000 werden aufgedonnert, Bereicherung mit Existenzvernichtungsabsicht? Zuschläge, Schätzung, auch wegen beschlagnahmter Unterlagen. Soll jetzt dieser Familie Haus und Grund kosten. Abgesichert hat sich das Finanzamt allerdings schon mehrfach. Weil diese Familie sich gegen Willkür, Verfolgung und Enteignung wehrt, werden sie als rechte Spinner abqualifiziert. Der Verfassungsschutz hat ja vorgewarnt, die machen Randale, wurde behauptet. Besonders ängstlich ist an diesem Tag allerdings keiner. Ja, ich meine, heute steht ja die Immobilie auf dem Spiel. Das ist ja schon eine ziemlich heftige Nummer, oder? Das ist richtig und es geht auch um was. Und wir werden sicherlich auch die juristischen Wege so weit ausschöpfen, wie sie gegeben sind. Und auf unsere Grundrechte werden wir nicht verzichten. Der Saal ist am Ende brechend voll. Die Immobilie geht auch unter Schätzwert über den Gerichtstisch an diesem Bieter, der eigentlich aussieht wie ein Strohmann, wird im Saal geraunt. Die Immobilie weckt ja Begehrlichkeiten, vielleicht sogar von Amtspersonen, die offiziell nicht mitsteigern können. Trotzdem eine Proforma-Versteigerung, denn ein lebenslanges Wohnrecht besteht. Eine Dame vertieft in Wertgutachten, hat allerdings kein Interesse. Frage an einen Mitbieter über diese Veranstaltung. Ich bin verloren. Ich habe nicht verloren, ich habe nicht mehr geboten. Ja, ist klar. Okay. Verlieren kann man nicht. Ja, ist richtig. Sie haben recht. Nee, aber die Leute taten mir auch weh, die Familie, ne, daher. Alles klar, okay. Sie hätten vielleicht gerne mitgeboten, hören wir später, wegen der Pressepräsenz offensichtlich aber nicht gewagt. Im Gerichtssaal geht derweil die Post ab. Taschenpfändung der Familie Leckebusch, mal wieder so eine Hassaktion. Die Stadt Kasse Bielefeld lässt nach Barem suchen und findet für aktuelle Außenstände einer Firma, die schon lange verkauft worden ist. Das ist doch blanker Staatsterror. Zufrieden mit dem Ausgang des Verfahrens? Nein. Das bedeutet? Es hätte nicht so stattfinden sollen und können. Es wurde unheimlich von diesen Parteien untereinander miteinander geredet. Man hat mehrmals gesehen, dass die Handys gegangen sind und dort Informationen weitergegeben worden sind und wieder raus in Kommunikation mit den Behörden bzw. andauernd zu sehen waren, dass die einen Stadtkassen mit der anderen sofort miteinander geredet haben, Informationen aus dem Verfahren gerade immer sofort per Handy von der Stadtkasse
weitergegeben worden sind. Ist das statthaft oder ist das nicht statthaft? Oder? Da ich mein Handy abgeben musste, war es nicht statthaft. Am Tag nach der Versteigerung kommt abermals eine Pfändungsverfügung. Das Finanzamt lässt zur Kasse bitten. Jetzt sollen Steuern für die letzten Jahre von 92.000 gezahlt werden. Und sage und schreibe 52.000 Säumniszuschläge. Seit vielen Jahren wird das Gerichtsgebäude in Bielefeld von einem Netz gehalten, angeblich wegen Baufälligkeit. Manchmal, so wird erzählt, damit keiner wegen der allbekannten westfälischen Beamtensturheit aus dem Fenster springt, aus dem Hohen Haus der erhofften Gerechtigkeit. Auch das Finanzamt Bielefeld wird durch ein solches Netz gehalten, symbolisch ein Sicherheitsnetz. Das ist das Volk. Frage, wie lange wird das Netz noch gehalten? Wie lange wird es solche terrormäßigen Plünderungen noch geben? Dabei sind die Steuereinnahmen auf Rekordhöhe. Niemals zuvor wurde der deutsche Bürger so ausgepresst. Apropos, die Stadtverwaltung Bielefeld hat eine Presseanfrage wegen des Interesses des sogenannten Verfassungsschutzes nicht beantwortet. Vielleicht, weil der Verfassungsschutz die Rechtmäßigkeit dieser Ausplünderung bemängelt hat. Oder bleibt der Bürger gefangen im Netz des Nurnehmerstaates? Ach ja, Tage später hören wir alles wieder zurück. Ein Zuschlag wird doch nicht erteilt. Vielleicht wegen der Pressepräsenz oder des Anrufes des Verfassungsschutzes. Was lassen sich die Raubritter von Bielefeld jetzt noch einfallen? Eine amtliche und teure Showveranstaltung. Das Volk zahlt ja ganz brav.